Also nochmal, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht diesmal um den Lesemonat Februar. Und zwar war ich im Februar wieder sehr erfolgreich. Ich habe es geschafft, 12 Bücher zu lesen, von denen 11 Stück von meinem Sub waren, was sich sehr gut auf meinen Subabbau auswirkt. Davon waren 3 Hörbücher. Und zwar habe ich insgesamt 4483 Seiten gelesen, was ungefähr 160 Seiten pro Tag ausmacht. Ja, da waren halt einige etwas dickere und auch einige ziemlich dünne Bücher dabei. Sonst hätte ich das auch nicht geschafft. Aber ich fange mal mit den Hörbüchern an. Und zwar habe ich es geschafft, die Evolution-Reihe zu Ende zu hören. Und zwar habe ich den 2. und den 3. Band als Hörbuch gehört. Deswegen habe ich das jetzt gerade hier. Ja, also es gibt ja schon ein Video mit meiner Reihenvorstellung für die Evolution-Reihe. Das könnt ihr euch gerne angucken. Ich muss sagen, mir hat die Reihe sehr gut gefallen. Ich fand die Hörbücher auch sehr unterhaltsam. Sie sind sehr actionreich und sehr kurzweilig. Also man kommt schnell rein und man wird auch immer mitgenommen und ja, braucht halt nicht so viel intensiv nachdenken, sag ich jetzt mal. Ja, die Idee hinter den Büchern fand ich sehr schön mit dieser ja, apokalyptischen Zukunft. Und genau, also deswegen, die Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann habe ich noch, achso, den Sprecher fand ich auch sehr gut. Ja, dann habe ich noch folgendes Buch als Hörbuch gehört. Das blendet jetzt. Und zwar Size von Neil Schusterman, Die Hüter des Todes, ja. Das ist der erste Band einer neuen Reihe von ihm. Und ja, vorab, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die Geschichte geht ja um so eine, ja, dystopische Welt, also eine Welt in der fernen Zukunft, in der es die Menschheit sozusagen geschafft hat, den Tod abzuschaffen. Also alle Menschen leben irgendwie ewig, also sie können zwar irgendwie sterben, werden aber sofort wiederbelebt und leben dann weiter. Und sie können auch altern, aber sie können ihr Alter wieder zurücksetzen lassen und leben dann halt sozusagen wieder von vorne. Genau. Aber da das ja leider so einige Probleme mit sich bringt, unter anderem ja, wächst dadurch halt die Bevölkerung. und die Ressourcen sind halt auch nicht unendlich. Also es spielt alles auf der Erde, sie haben noch nicht irgendwelche neuen Planeten da entdeckt. Genau, deshalb gibt es so genannte Size und die sind dafür zuständig, ja, einige Menschen doch ins Jenseits zu befördern. Genau. Ja, und dann in dem Buch geht es halt um ein Mädel, Citra und einen jungen Rowan, die von einem Size als Lehrlinge angenommen werden und die quasi ein Jahr lang so eine Ausbildung mitmachen. Und danach wird dann entschieden, anhand von Prüfungen, ob sie halt auch zum Size werden oder halt nicht. Ja, das ist so der, der grobe Inhalt. also ich fand die Idee ja eh schon sehr spannend. Also so viel hatte ich ja vorher auch schon mitgekriegt. ich muss aber sagen, es hat mich auch nochmal zusätzlich überrascht von den Wendungen, die hier drin vorkommen. Also da kam so einiges vor, wo man dachte, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und es passiert auch sehr viel. Und ja, ich fand die Idee auch sehr gut dahinter. Und ich fand auch so die Beschreibung der Welt und dieses ja, dieser Berufung zum Size halt sehr interessant. Da hat sich der Autor auch sehr viele Gedanken drüber gemacht. Und es gibt auch so ein bisschen so verschiedene Perspektiven, aus der die Geschichte erzählt wird. Und ich habe das ja auch als Hörbuch gehört und das Hörbuch wird auch von teilweise von verschiedenen Sprechern oder Sprecherinnen erzählt. Ich meine, der Haupterzähler ist, glaube ich, ein Mann, aber dann gibt es noch so eine Frau und keine Ahnung was. Auf jeden Fall fand ich das sehr gut gesprochen. Ich fand, man konnte auch diese einzelnen Kapitel auch sehr gut unterscheiden. Man wusste auch immer gleich, wer da jetzt spricht, oder man wusste zumindest, dass es jetzt jemand anders ist, der da spricht, was manchmal nicht schlecht ist, aber es gibt immer so ein paar Auszüge zwischendurch, also diese Size, die schreiben sozusagen Tagebücher und
Dann gibt es immer so Auszüge aus verschiedenen Tagebüchern, verschiedenen Size. Und ja, wenn das jetzt alles ein Sprecher gewesen wäre, wäre man da wahrscheinlich schnell durcheinander gekommen und so konnte man es halt sehr gut auseinanderhalten. Das fand ich auch sehr gut. Ja, also ich muss sagen, das war tatsächlich so mein Monatshighlight. Ich glaube, den habe ich auch 5 Sterne gegeben. Ja, das war eigentlich so ziemlich meine beste Bewertung. Weil ich muss einfach sagen, das ist halt, die Geschichte war gut, die Charaktere fand ich super. Diese Welt, die er da aufgebaut hat, fand ich gut. Den Plot fand ich gut. Das Hörbuch fand ich gut gesprochen. Also ich fand eigentlich alles gut. Also von daher habe ich gedacht, jetzt muss ich den 5 Sterne geben, weil das will man mehr. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf den nächsten Band, der dieses Jahr erscheint. Ich glaube sogar jetzt im März. Kann das sein? Naja. Ja, das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. So, dann kommen wir mal. Also das waren jetzt meine 3 Hörbücher. Ja, da habe ich noch so diverse Bücher gelesen. Also vorab kann ich schon mal auch sagen, ich habe auch meine Leseliste für den Februar fast komplett gelesen. Das Einzige, was mir davon fehlte, war halt Grisha Band 2. Das habe ich zwar auch gelesen zwischendurch auf dem E-Book-Reader, aber bin ich noch nicht fertig geworden mit, also das lese ich noch. Ansonsten habe ich alle Bücher gelesen, die auf meiner Leseliste standen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Muss ich mal so sagen. So, jetzt kommen wir noch ein schönes kleines Büchlein. Und zwar Morgentau von Jennifer Wolf. Die Auserwählte der Jahreszeiten. Das ist auch der Auftakt einer 4-bändigen, 5-bändigen Reihe, ich weiß nicht so genau. Ja, da haben ja schon viele von geschwärmt. Ich hatte jetzt nicht so hohe Erwartungen, weil es relativ dünn ist. Ich finde immer so, wenn man so Fantasy-Welten aufbaut in so dünnen Bänden, dann kommt da immer so ein bisschen was zu kurz. Nichtsdestotrotz fand ich die Story halt sehr unterhaltsam. Es geht halt auch um eine, ich weiß nicht, ob das jetzt Dystopie ist oder alternative Welt, keine Ahnung, auf jeden Fall eher so Dystopie. Also die Welt ist mehr oder minder ein bisschen untergegangen. Es gibt nicht mehr so viele Menschen und die Menschen leben halt in so eingeschlossenen Gemeinschaften. Und diese Gemeinschaften werden von Frauen regiert und beten zu einer Göttin, und zwar der Göttin Gaia, weil die hat, ich weiß nicht, ob das ein großer Krieg war oder sowas, die Welt sozusagen vor den totalen Untergang gerettet, indem sie halt einige Menschen halt gerettet hat und dafür sorgt, dass der Planet sich sozusagen wieder erholt. So langsam. Und genau deswegen wird halt diese Göttin angebetet sozusagen von denen. Und die Göttin hat 4 Söhne und zwar die Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und alle 100 Jahre, glaube ich, wird ein Mädchen auserkoren von diesen regierenden Frauen sozusagen. Und die darf dann einen der 4 Söhne heiraten und dann geht sie halt in diese Welt von der Göttin und lernt die Männer dann halt kennen. Und darf nach 2 Tagen oder so auswählen, wen sie davon heiraten. Mit denen verbringt sie dann irgendwie 100 Jahre und die anderen gehen halt leer aus. Und danach wird irgendwie ein neues Mädchen auserwählt. Ja, also das passiert auch hier. Der Maya. Ja. Viel mehr würde ich da jetzt wahrscheinlich auch nicht zu sagen. Oder halt die ganze Story zu was, weil es ist wirklich nicht sehr dickes Buch. Also es geht dann halt um Maya, die halt in diese Welt der Göttin geht und dann halt die Männer kennenlernt, die Jahreszeiten etc. Ja, also ich fand das Konzept irgendwie ganz lustig. Es hat zwar so ein bisschen was von. Ja, ich weiß nicht, ich jetzt hat das so an irgendwie so Anime-Manga-Plot erinnert, wo halt dann immer ein Mädel halt die Auswahl zwischen vielen super tollen Typen hat. Naja, auf jeden Fall. Ja, das war an sich ganz nett. Ich fand sie halt sehr naiv und jung. Also ich meine, sie war ja auch nicht so, ich glaube, sie ist 17 oder sowas, aber sie wurde auch sehr behütet da aufgezogen. Also ich konnte ihr Handeln nicht immer nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ich
konnte vielleicht noch ungefähr nachvollziehen, warum sie so war, wie sie war, also so am Anfang. Aber später habe ich mir so gedacht, okay, wieso tut sie das? Naja. Ja, also nichtsdestotrotz fand ich das ganz knuffig und würde die Reihe auch weiterlesen. Aber ist halt auch nicht mein Monatshighlight. Dann habe ich noch endlich gelesen. Und zwar den zweiten Band von Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Hollow City auf Englisch. Ja, den ersten Band habe ich schon vor Ewigkeiten gelesen. Zudem habe ich den Film nochmal geguckt. Das ist jetzt quasi die Fortsetzung. Ja, das geht quasi nahtlos. Knüpft das an den ersten Band an. Also, der erste Band, ja, okay, ich sag lieber nicht, wie es endet. Ich weiß ja nicht, ob wir schon den ersten Band gelesen haben. Auf jeden Fall geht die Geschichte halt nahtlos weiter. Das ist auch genauso wie im ersten Band, wird auch hier wieder mit diesen Fotografien gearbeitet. Die kommen sehr viel vor. Was eigentlich dazu führt, dass halt viele interessante, spezielle Charaktere vorkommen. Und ja, die Geschichte hangelt sich so ein bisschen an den Charakteren entlang, fand ich. Es wird auch so ein bisschen durch die Gegend gereist, aber das ist mir schon irgendwie aufgefallen. Aber es war trotzdem sehr unterhaltsam. Und ich fand auch so, das Ende war auch so vom Plot her auch eher überraschend. Also das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Das war dann schon wieder okay. Aha, so ist das. ja, also hat, also mich hat er damit überrascht, muss ich sagen, der Gute. Random Mix. Deswegen bin ich eigentlich auch ganz gespannt, wie der dritte Band wird. Den wollte ich jetzt diesen Monat lesen. Ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wer auf diese creepigen Fotos oder wie hier im Cover steht. Also es ist eigentlich nicht gruselig. Also es ist wirklich eine Fantasy-Geschichte mit auch relativ jungen Charakteren, aber dadurch, dass die halt so ja, so außergewöhnlich sind, finde ich, taucht da kaum irgendein Klischee auf. Also es ist wirklich eine Sammlung von außergewöhnlichen Charakteren, einer außergewöhnlichen Geschichte. Und wer halt mal wirklich was anderes lesen möchte als so der nun auch 15 Young Adult, ja, auch mal sonst so teilweise liest, der ist auf jeden Fall hier richtig. Dann habe ich ein Buch gelesen, was mir auch nicht so gut gefallen hat, und zwar war das Skullduggery Pleasant Band 1. Der Gentleman mit der Feuerhand von Derek Landy. Ja, das ist ja eine ewig lange Reihe. Ich glaube, da haben wir 19 Bände. Ich hatte mir die ersten beiden Bände mal irgendwie günstig besorgt und wollte halt mal reinlesen, weil ich die auch sehr hübsch finde. Ja, also ich muss sagen, es war nicht so ganz meins. Es ist halt mehr so Abenteuer Jüngere, also nicht so Young Adult, sondern eher so noch jüngere, würde ich sagen. Es gibt halt viel Action, also hier das Mädchen. Die ist auch nicht so alt, wie heißt sie denn vielleicht? Stephanie, genau. Ja, deren Onkel stirbt irgendwie und macht hier irgendwie sein Haus. Und auf der Testamentsveröffentlichung trifft sie halt hier den Skullduggery. Und ja, und sie geht dann halt in das Haus mit ihrer Mutter und guckt sich da irgendwie um, keine Ahnung, und wird dann quasi von irgendwelchen bösen Männern angegriffen. ja, und Skullduggery hilft ihr halt und dann machen sie sich halt auf die Suche und weiß eigentlich gar nicht mehr, was wollten die eigentlich nochmal. Also sie wollten irgendwas. Erst wollte Stephanie, glaube ich, herausfinden, was jetzt mit ihrem Onkel passiert ist. Und dann haben sie irgendwelche Sachen gesucht und, keine Ahnung, auf jeden Fall sind die ganze Zeit die Gegend gerannt und haben irgendwie gegen einen Feind gekämpft, etc. Ja, das war auf jeden Fall auch sehr actionreich. Was mir eigentlich so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen die Erläuterung hinter dem Ganzen. Ich meine, das Ding hat noch mal ein Bänder, da können sie sich wahrscheinlich damit Zeit lassen. Aber diese Welt wurde halt nicht groß erläutert. Es kommen ungefähr, weiß ich nicht, 4 Charaktere aus dieser Welt vor und das war's dann. Und es hat irgendwie nicht so viel Sinn gemacht, fand ich. Also ich finde es immer ganz schön, auch so gerade bei so jungen Büchern, wenn die Welten auch mal ein bisschen
erläutert werden, vor allem wenn sie ja gerade nicht die normale Gegenwart sind. Also wenn da halt irgendwelche magischen Wesen vorkommen, dann möchte ich auch was über die erfahren und wie die Welt aufgebaut ist, was für Regeln diese Welt hat, was für Wesen darin wohnen und so weiter. Das kam mir halt hier irgendwie zu kurz, das fand ich ein bisschen schade, weil gerade so beim ersten Band wird ja meistens normalerweise so die Welt so eingeführt. Das haben sie wahrscheinlich gelassen, weil sie die Jugendlichen nicht überfordern wollten, ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt immer ein bisschen schade. Ja, deswegen konnte mich das auch nicht so richtig fesseln. Also ich fand Stefanie auch nicht so doll. Ich fand auch, das war zwar ein bisschen humorvoll, aber ich fand es dann auch wieder nicht so humorvoll. Wie zum Beispiel hier Flavia de Luce. Also das war halt viel schwarzhumoriger und die Flavia war auch viel außergewöhnlicher als Charakter als hier die Stefanie. Wo so ein bisschen so die... Also ich hatte das Gefühl, es würde sich so ein bisschen daran orientieren. So. Aber da muss ich halt sagen, war Flavia halt besser. Und ja, und dann wollte ich halt gerne eigentlich so einen Ersatz haben für so Lockwood und Co. Auch da muss ich sagen, das reicht leider nicht bei weitem nicht an Lockwood und Co. ran. Also ich habe jetzt nicht eigentlich nach irgendeiner Young Adult Love Story hier gesucht, sondern wirklich nach so einem unterhaltenden Roman. Aber es war halt weder gruselig, noch besonders humorig, noch irgendwie mega spannend. Also mich hat es nicht ganz überzeugt. Ich habe jetzt noch den zweiten Band hier. Ich weiß nicht, wer den gelesen hat, kann ja mal schreiben, ob das besser wird oder schlechter oder ob es so bleibt. Weil ich weiß nicht, ob ich dann noch mehr Zeit in die Reihe investieren möchte, wo mir der erste Band schon nicht so gut gefallen hat. Dann habe ich eine weitere Reihenversetzung gelesen und zwar Im Herzen der Zorn von Elizabeth Miles aus der Furien-Trilogie. Das ist der zweite Band. Ja, in der Furien-Trilogie geht es ja eigentlich im ersten Band zumindest, um M und Chase, die ein ganz normales Highschool-Leben haben, sozusagen. Ja, aber halt ihre Probleme haben. Also Chase ist halt sehr arm, ist aber trotzdem in der angesagten Clique, weil er halt Basketball wahrscheinlich, oder? Football? Irgendeine Army-Sport, ich habe vergessen. Wahrscheinlich Football. So das absolute Klischee. Genau, und M ist halt so in der angesagten Mädels-Clique, weil ihre beste Freundin Gabby auch so, ja, so hübsch aussieht und so nett ist und so, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ja, geht es halt im ersten Band halt mehr so los mit so Highschool-Drama. Weiß ich nicht. Aller irgendwelcher Form sehen. Ja, deswegen habe ich am ersten Mal gebraucht, um reinzukommen. Aber dann kommt halt dieses fantastische Element hinzu, weil es ja eine, ich sag mal, Urban-Fantasy-Reihe ist. Also es spielt halt in der normalen Welt, aber es kommen halt fantastische Elemente vor. Und hier ist es halt diese Furien, deswegen ist es ja auch Furien-Reihe. Die brauchen allerdings eine Weile, bis die mal auftauchen. Aber dann finde ich, hat die Story an Fahrt aufgenommen. Und was es halt auch ein bisschen hat, ist halt dieser Mystery-Krimi Ansatz. Also es passieren halt mysteriöse Unfälle und Morde und keine Ahnung was. Ja, das macht die ganze Sache halt auch interessant. Also ich fand das mal ein bisschen außergewöhnlich. Okay, mein Dings fängt wieder an zu blinken. Ich glaube, vielleicht ist der Akku alle. Auf jeden Fall fand ich den zweiten Band auch sehr gut und genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen. War auf jeden Fall besser auch als der erste. Auch mal erstaunlich. Ja. Und dann habe ich noch einen schönen Band gelesen und zwar den zweiten Band von der Again-Reihe von Mona Carsten, Trust Again. Ich finde die Cover übrigens auch sehr schön. Hätte ich schon mal gesagt. Ja, ich muss mich den Meinungen vieler anderer auch anschließen. Ich fand den zweiten Band auch besser als den ersten. Weil ich den ersten halt auch nicht schlecht fand. Ich finde den Schreibstil auch immer noch sehr gut zu lesen, sehr flüssig. Man fliegt quasi durch die Seiten. Ich fand auch diese typische New Adult Liebesgeschichte am College eigentlich auch sehr knuffig. Ab und zu gibt es mal ein paar neue Ideen, die da drin vorkommen. Ein paar neue Charakterzüge, die man jetzt noch nicht kennt. Aber jetzt so mega überraschend, das ist auch alles nicht. Aber es ist halt so ein, ja, ein Fühlgut-Buch sozusagen. Ja, und deswegen, also mich hat es sehr gut unterhalten. Diesmal geht es da um
Dorn und um Spencer. Die lernen wir auch schon im ersten Band kennen. Und die haben halt auch ihre eigenen Geschichten und Hintergründe und fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ich fand auf jeden Fall Spencer auch wesentlich sympathischer als. Wie hieß er denn nochmal aus dem ersten Band? Der Typ von der Elida. Keine Ahnung. Den fand ich auf jeden Fall dumm. Aber hier war das auf jeden Fall sehr sympathisch. Der Spencer ist auch so ein großes Arsch. Und das fand ich halt sehr nett. Und Dawn fand ich halt auch sehr knuffig als Charakter. Ja, also alles in allem kann ich die Reihe auf jeden Fall empfehlen. Das war auf jeden Fall auch eins meiner Highlights diesen Monat. So, jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zu anderen Büchern. Und der Kleinen hier an. Und zwar habe ich es geschafft, mal wieder eins von diesen Dark Stories Büchern zu lesen. Diesmal halt der Werwolf. Ich glaube, hier ist noch eins ungelesen. Ich muss sagen, tatsächlich hat mir das von den Büchern bislang am besten gefallen. Ich finde es immer noch nicht großartig, aber ich fand, hier kam zumindest in einer Story so ein bisschen, ja, Ekel- bis Gruselfaktor auf, fand ich. Und die Ideen dahinter waren auch nicht so schlecht. Ich meine, der Werwolf, der erste war jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich fand halt Wolli mit so einem Hund ganz interessant. Dann die Seele der Dinge fand ich irgendwie ganz von der Idee her irgendwie ganz lustig. Oder nicht lustig, aber interessant. Und die letzte Geschichte fand ich sogar ein bisschen nachdenklich tiefgreifender. Ein bisschen tiefgründiger. Ich meine, die Dinge haben nur 50 Seiten von der Größe halt. Sehr klein. Also ist halt jetzt keine Mega-Story zu erwarten. Ja, aber tatsächlich haben mir die ein bisschen besser gefallen. Also wenn ihr eins von diesen Büchern mal lesen wollt, ausprobieren wollt, würde ich das empfehlen bislang. Ja. Auf jeden Fall ist es jetzt runter von meinem. Dann habe ich noch gelesen. Das Buch, was ich mir quasi durch meinen Zettel ziehen da rausgesucht habe. Und zwar sollte ich noch einen Jugendbuchklassiker lesen. Und da habe ich A Little Princess von Frances Hutcheon Burnett, ich weiß nicht, wie die gut ausgesprochen wird, gelesen. Die hat ja so einige sehr gute Kinderbuchklassiker geschrieben, unter anderem auch Der kleine Lord, die auch alle verfilmt wurden. Genau, Der geheime Garten. Und noch diverse. So, ja, das war jetzt die dritte Unterbrechung. Das Video ist mir nicht vergönnt. Genau, also ich habe von der Autorin halt schon Der geheime Garten gelesen, genau. Fand ich auch damals sehr gut. Und A Little Princess war eine von meinen Lieblings-Anime-Serien als Kind. Also das wurde ja verfilmt, wie auch Heidi und Anne mit den roten Haaren und so. Und das habe ich halt als Kind geliebt. Und ja, da habe ich gedacht, jetzt lese ich mir endlich das Buch dahinter. Ich fand das für ein Kinderbuch sehr gut. Also es war, also ich habe das auf Englisch gelesen. Es ist vom englischen Sprachstil schon etwas schwieriger, also zu lesen. Das habe ich auch ein bisschen gebraucht, vor allem weil auch viele ältere Worte vorkommen von Gegenständen etc., die jetzt nicht unbedingt im täglichen Gebrauch sind. ja, das halt. Ja, es ist einfach der Zeit geschuldet, in der das halt geschrieben wurde. Ja, es geht halt um Sarah hier. Oder Sarah, die halt in Indien geboren wurde und nur noch einen Vater hat. Also die Mutter ist schon verstorben. Und der Vater bringt sie mit 7 oder 8 nach London in eine Mädcheninternat, wo sie halt ihre Schulausbildung machen soll. Das ist halt in der Zeit 19. Jahrhundert oder keine Ahnung was. Da wurde es halt so gemacht. Und der Vater muss halt wieder zurück nach Indien. Ja, also der Vater war auf jeden Fall auch sehr reich und hat seine Tochter halt verwöhnt und ihr ja, alles geschenkt, auch eine schöne Puppe und schöne Anziehsachen und weiß ich nicht was. Genau, und dann wird sie halt in diesem Mädcheninternat aufgenommen und die Leiterin des Internats ist natürlich sehr begeistert von ihren neuen Vorzeigeschülerinnen, die halt auch, der Vater halt auch gut bezahlt dafür. Ja, und dann passieren halt verschiedene Dinge. Also erstmal Sarah selber, also der Charakter, den finde ich halt sehr knuffig. Sie ist halt sehr
ruhig und erwachsen für ihr Alter. Sie spricht auch sehr, ja, wie ein älteres Mädchen sozusagen. Und sie liest sehr gerne und sie denkt sich gerne Geschichten aus und erzählt die auch ihren Mitschülern. Und das fand ich halt immer sehr sympathisch. Und sie ist ein relativ ruhiger Charakter. Und wenn ihr irgendwie was, ja, irgendwas passiert, dann ist sie halt sehr in sich gekehrt und macht das dann mit sich selber aus und ist halt nicht so, dass sie sich da in Tränen ausbricht oder keine Ahnung was. Und das fand ich halt immer auch sehr sympathisch. Also mir hat also der Charakter von ihr immer sehr gut gefallen. Genau, und in der Geschichte geht es halt darum, dass sie halt an diesem Mädcheninternat halt erst aufgenommen wird wie die Prinzessin, also die Little Princess, und ja, später passiert dann was, wodurch sie halt diesen Prinzessin-Status und ihr Geld und alles verliert und quasi sozusagen, ja, zum einfachen, ja, sozusagen zum Bettler, ne, wird. Ja, also ich fand diese ganze Message dahinter, die halt hier so erzählt wird, die finde ich halt sehr positiv. Es geht also auch so darum, dass halt, fand ich zumindest so, dass halt alle Menschen so gleich sind, also ob die jetzt arm oder reich sind, dass, ne, dass das alles hier zum Beispiel alles kleine Mädchen sind, dass alle Kinder sind. Und ja, es geht so ein bisschen, die Erwachsenen sind meistens so hier diese Bösen und Unverständigen. Und ja, die Kinder versuchen halt, ja, zusammenzuhalten und da quasi das durchzustehen. Das finde ich also sehr schön, auch diese Message, dass man halt irgendwelche, ja, schweren Zeiten sozusagen durchhalten kann, indem man auch immer das Positive sieht, was man noch hat. Also, ne, das gibt halt immer noch irgendwie was Schönes auf der Welt. Also, sie schreibt dann so, dass sie halt sich auch die Sonnenuntergänge anguckt oder mit den Vögeln auf dem Dach spielt und so, dass halt, ja, egal wie trostlos jetzt ihr Leben ist, dass die Welt halt immer noch irgendwas Schönes bereithält für sie. Ja, auch das fand ich sehr gut. Also es gibt halt so ein paar Sachen, die sind halt ein bisschen älter hier drin, also so ein bisschen, ja, so das Frauenbild halt, aber es wird halt auch nicht darauf rumgeritten. Oder auch die, halt diese Kolonialzeit Englands, das halt Indien halt zu England gehörte. Ja, aber ich finde auch selbst, das wird halt nicht so extrem dargestellt, wie die Menschen es früher wahrscheinlich empfunden haben. Und deswegen würde ich tatsächlich auch noch sagen, dass das ein Kinderbuch ist, was man auch durchaus heutzutage noch seinen Kindern halt vorlesen kann und das auch immer noch eine Message hat, die heutzutage relevant ist. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, fand ich auch sehr knuffig. Wobei es halt, ich brauche es halt ein bisschen länger zum Lesen, weil es halt ein bisschen schwieriger war. Ja, dann mein anderer Subleichen-Klassiker, den ich halt lesen wollte, war halt das Tagebuch der Anne Frank. Ja, das habe ich halt selber in der Schule nicht gelesen. Also es war das ist eine mega beliebte Schullektüre. Hatte ich nicht, aber egal. Und ich wollte es halt immer mal gelesen haben. Ja, es ist halt ein Klassiker, muss man einfach sagen. Den fast jeder kennt. Was ich halt ein bisschen schwierig finde, das Buch jetzt zu beurteilen, weil es ist ja ein reales Tagebuch von der Anne, die halt wirklich gelebt hat. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs hatte sie sich in den Niederlanden versteckt gehalten mit ihrer Familie in einem Hinterhaus. Ja, und da war sie dann knapp 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Und sie hatte das Tagebuch kurz vorher geschenkt gekriegt und dann kriegt man halt so den Anfang mit, wo sie halt noch normal gelebt hat. Also normal, wie es halt ging zu der Zeit, 42 oder was stand das. Und dann halt die ganze Zeit in diesem Versteck. Ja, und da in dem Versteck endet halt auch das Tagebuch. Also am Ende gibt es noch die sozusagen Nachwort, wo dann drin steht, was mit der Familie, also mit ihr und der Familie, mit der sich da versteckt hat und den anderen Charakteren, oder Charakteren, anderen Menschen, halt passiert ist. Es waren ja wirklich Menschen, die gelebt haben.
Ja, also ich wusste ja schon vorher, was halt passiert ist. Also es ist jetzt keine Geschichte mit einem Happy End hier. Es gibt auch keine Fortsetzung. Ja, deswegen hatte ich auch extrem Angst vor dem Buch, dass ich halt, dass mich das zu deprimiert. Also ich finde es immer schwierig, solche Geschichten zu lesen, wenn die halt von wahren Menschen handeln. Das geht mir dann näher, als wenn es halt eine komplett ausgedachte Geschichte ist, wo ich dann sagen kann, ach ja, okay, das hat sich derjenige halt überlegt. Da kam nie einer zu Schaden sozusagen. Kann man jetzt hier leider nicht sagen. Was aber auch die ganze Sache wiederum sehr gut zu lesen gemacht hat, weil das natürlich ja, sehr realitätsnah war. Also die Anna hat halt wirklich ihre innersten Gedanken in dieses Tagebuch geschrieben. Die hat auch sehr gut geschrieben. Also ich hätte, mein Tagebuch sah nicht so aus in dem Alter. Hat halt das hingeschrieben, was sie halt bewegt hat zu der Zeit. Und das war halt nicht halt politisch, sondern es ging halt viel um ihre Familie, um ihre Beziehung zu ihrer Familie, um ihre Beziehung zu ihren Eltern, um ihre Beziehung zu anderen Mitbewohnern dort. Es gab Konflikte, die Leute haben sich gestritten, weil sie halt lange Zeit auf engstem Raum zusammengepfercht waren. Und das war halt nicht alles eitel Sonnenschein. Und wie sie halt trotzdem dann durchgehalten haben, wie sie sich halt zusammengerauft haben. Ja, das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und das hat halt, war auch teilweise sehr unterhaltsam. Also sie hat auch teilweise sehr lustig geschrieben, hat dann irgendwelche lustigen Anekdoten halt gebracht aus der Zeit. Und ja, es ist halt aus ihrer Sicht, sie ist damals 12, 13, 14 gewesen. Und ja, deswegen finde ich es eigentlich auch nicht schlecht, was tatsächlich das in der Schule liegt und auch so in diesem Alter, weil ich finde, so in dem Alter, da kann man sich gut mit, ja, nicht identifizieren, aber man kann das gut nachvollziehen. Also ihre Gedanken etc. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Also es ist halt weniger so eine politische Auseinandersetzung mit der Zeit, als vielmehr wirklich ihr Leben. Das war halt in der Zeit und wie sie da halt gelebt hat. Und wer da halt einen Einblick in so einen kurzen, ja, in so eine kleine Welt zu dieser Zeit kriegen möchte, das ist auf jeden Fall sehr gut dafür geeignet. Also ich muss sagen, es hat mich tatsächlich, es hat mir besser gefallen als befürchtet. Nichtsdestotrotz ist das Ende schon hart, finde ich. Also fand ich. Ja, also keine leichte Kost, aber trotzdem zu empfehlen. Ja, dann habe ich noch ein Buch gelesen, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, weil ich das nicht hier habe. Das habe ich nämlich ausgeliehen. Ich habe es euch auch noch nicht gezeigt, weil ich das nämlich in den Neuzugängen vergessen hatte. Und zwar hatte ich gelesen Hugo Cabret von Brian Selznick. Ja, das ist so ein besonderes Buch, wurde auch verfilmt. Und zwar ist das so, besteht das so zu 50% aus Bildern und zu 50% sozusagen aus Text. Und es wechselt sich auch immer so ab. Und es geht halt um einen kleinen Jungen, ist auch eher für Jüngere, der halt im Bahnhof in Paris, glaube ich, lebt. Und sein Onkel war dafür zuständig, die Uhren ja, zu warten, die halt im Bahnhof überall hingen, dass die alle richtig gingen. Und der verschwindet halt irgendwann und dann ist halt Hugo da alleine und kümmert sich halt weiter um die Uhren. Ja, und dann sieht er halt immer so einen Stand, wo halt ein alter Mann so Spielzeuge verkauft. Und manchmal klaut er da halt eins von diesen, also so mechanische Spielzeuge, um damit irgendwelche Uhren zu reparieren oder irgendwelche Sachen zu bauen, weil er halt aus den ja, mechanischen Teilen sich selber irgendwas zusammenbaut. Und der alte Mann hat auch noch eine Tochter, oder zumindest, ja, eine, ich sag mal, Tochter, die lernt er dann halt auch kennen. Ja, und das ist so ein bisschen die Story. Ich wollte jetzt nicht zu viel verraten, weil das doch ein bisschen überraschend ist.
Das hat mir auch sehr gut gefallen, es lässt sich extrem schnell lesen. Es ist zwar ein mega dickes Buch, aber es besteht halt größtenteils aus Bildern. Was ich sehr gut fand, die Bilder, die hatten halt so ein bisschen so Filmcharakter. Also es wurden so Szenen so rangezoomt sozusagen und dann rausgezoomt und dann. Also hat so ein bisschen. Also es fühlte sich an wie so ein Film, sag ich jetzt mal. Das fand ich halt auch sehr gut. Also das war auch eins der besseren Bücher diesen Monat. Aber generell fand ich sowieso alle ziemlich gut. Also wirklich am schlechtesten gefallen haben mir eigentlich tatsächlich Skullduggery Pleasant, der erste Band, und Der Wolf, diese Kurzgeschichtensammlung. Der Rest war halt eigentlich, waren eigentlich alle gut. Gut bis sehr gut. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das Video ist eigentlich schon ewig lang. Und das war's dann auch für meinen Lesemonat Februar, der sehr gut war. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.